Hier, Ihr nächster Fall. Grace Waters, ich kann sie nicht vertreten. Doch, können und sie werden. Sie will sich schuldig bekennen, also wird das ein Spaziergang. Der Fall ist öffentlichkeitswirksam. Wir wollen keine Fehler oder eine Gerichtsverhandlung. Hallo, ich bin Jasmine Bryan, Pflichtverteidigerin. Ich komme wegen Grace Waters. Ist das Ihr erster Mord? Ja. Ich bin Ihre Anwältin. Wie alt sind Sie? 26. Ich liebe sie sehr und ich weiß, dass sie unschuldig ist. Ich weiß, sie ist es. Sie darf sich nicht schuldig bekennen. Ich bin etwas verwirrt. Sie haben in einer Bank gearbeitet und hatten noch nicht mal einen Strafzettel. Und jetzt sind Sie hier. Seit meiner Scheidung bin ich so einsam. Du musst hier raus und jemanden kennenlernen. Grace, bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Was hat er mit Ihnen gemacht? Wenn Sie aufwachen, wissen Sie nicht, dass sich Ihr Leben heute noch verändern wird. Jetzt verrate mir was. Ich kann mir vorstellen, dass du viele schöne, junge Frauen gehabt hast. Ich frage mich nur, warum ich? Sollte es nicht heißen, warum nicht du? Und es war wie ein Wirbelsturm. Ich bin noch nie zuvor so glücklich gewesen. Und dann zerbrach alles, woran ich geglaubt hatte. Wer ist da dran? Grace. Kontrolle mag ich überhaupt nicht. Mr. Clyde möchte Sie sofort im Konferenzraum sprechen. Kommen Sie. Okay. Ich will das Geld oder Sie landen im Gefängnis. Was? Wie bitte? Welches Geld? Jemand war an meinen Konten. Sie kannten meine Passwörter. Jemand hat vielleicht meine Identität gestohlen. Dass du mir das antust, dafür gehe ich ins Gefängnis. Ich bin dein Mann. Kennst du das Gesetz? Das Geld gehört mir, Grace. Dass es so leicht war, ist deine Schuld. Frauen deines Alters sind tief hängende Früchte. Wir stehen vor der Holloway-Justizvollzugsanstalt, in der Grace Waters inhaftiert ist. Das passt nicht zusammen. Was ist mit der Leiche passiert? Da war keine mehr. Sie war weg. Ich weiß einfach, dass noch mehr dahinter steckt. Etwas zu wissen und es nicht der Polizei zu sagen, ist ein Verbrechen, oder? Oh mein Gott. Sie sind befreundet. Decken Sie sie? Einspruch, Euer Ehr. Das ist ungerecht. Aber es war Ihr Job, in den Gerichtssaal zu gehen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Zwingen Sie mich nicht, wieder reinzugehen. Oh, darling, if you see the devil, won't you tell him I'm coming home.